Ich wollte zu der aktuellen Situation trotzdem noch mal was eher auch Persönliches sagen. Also ich finde, also ich muss sagen, dass ich seit gestern wirklich schlecht, weil ich das ziemlich krass finde, was hier gerade passiert, auch was hier mit eben CrossFit passiert. Und das es praktisch heutzutage immer noch notwendig ist, sich gegen Rassismus auszusprechen und auch, dass man es kritisieren muss und auch sollte, dass ja, so flapsige Aussagen oder auch nicht wirklich den Ernst der Lage zu erkennen oder auch es praktisch kleinzureden oder zu sagen, ja, das stresst euch mal nicht so rein oder so. Also, das können wir uns eigentlich heutzutage nicht mehr erlauben. Und ja, also mir geht das wirklich ziemlich nah, muss ich sagen. Auch wir haben ein Business, was im CrossFit Fuß gefasst hat. Ich habe auch schon von vielen Box-Ownern Feedback bekommen. Zum einen, manche Box-Owner haben wir schon direkt sich vom CrossFit distanziert. Ich habe jetzt keinen wirklich gesehen, der gesagt hat, ich weiß nicht, was ihr habt. Sondern alle finden es unglaublich scheiße und auch nicht zu tolerieren, so eine Aussage. Und haben aber jetzt eigentlich eher, denke ich, sogar Angst um ihr eigenes Geschäft, weil CrossFit ja als Marke trotzdem unglaublich stark ist. Ja, aber letztendlich sagen sie auch alle, das ist nicht tragbar. Also muss was passieren. Was jetzt wirklich passiert, werden wir sehen. Ich stelle mir es nur sehr schwierig vor, weil Gleisman ist ja wirklich der Eigentümer, also der wirkliche Besitzer. Das ist jetzt ja nicht nur ein Vorstand, der dann einfach abgewählt wird oder rausgeschmissen wird, sondern das Teil gehört ihm. Also, und auch, wird es jetzt jemand kaufen? Das stelle ich mir auch schwierig vor, weil wer würde jetzt so ein Unternehmen kaufen, was gerade in so einer Situation ist? Würde Nike so eine, zum Beispiel, jemanden suchen möchte, der auch die Kohle dafür hätte, würden die sich jetzt so einen Schuh anziehen, also ein Unternehmen kaufen, was aktuell ein bisschen so ein Zwielicht ist. Deswegen wirklich sehr schwer, sehr schwer. Und ja, wie gesagt, ich konnte unglaublich schlecht schlafen, mir ist auch wirklich schlecht seit gestern und ich habe so meine Sprache ist auch ein bisschen die ganze grafische Geschichte, da komme ich auch zum großen Teil her. Und ja, ich habe jetzt gestern versucht, diese Situation, um was es mir auch geht jetzt, wirklich explizit auf unsere Community, also auf CrossFit, das auszudrücken eben mit einer Grafik. Und ich habe dann ein Shirt jetzt dann letztendlich draus gemacht, was eben das, finde ich, ausdrückt, um was es in unserem Sport geht, um was es auch allgemein geht, aber jetzt wirklich auch nochmal ganz konkret für unseren Sport. Und ich habe eben versucht, mit diesen verschiedenen Farben diese wirkliche Inklusion auszudrücken, weil wir müssen ja schon unterscheiden, es geht jetzt hier nicht um Akzeptanz oder so, das ist ja praktisch, das ist ja krass, weil das ist ja jetzt nicht so, dass jemand eine andere Meinung hat und man muss sie akzeptieren, sondern es geht hier um Inklusion, also deswegen wie das Zusammenlaufen von verschiedenen Farben und wenn ich verschiedene Farben mische, dann entsteht eine Farbe, also wenn man jetzt praktisch von wirklich Malfarben spricht. Und ich habe versucht, eben das mit diesem Motiv darzustellen und habe dann jetzt ein T-Shirt draus gemacht, wo man auch wirklich, wo ich wirklich ein Statement damit auch geben möchte. Was auch zum einen wirklich zu dieser politischen Situation, zu dieser rassistischen Situation ein Statement abgibt. Und zusätzlich aber auch sagt, pass auf, egal was da jetzt passiert, es ist uns egal, wir haben eine unglaublich geile Community. Der Sport ist unglaublich genial, da wird sich auch nichts dran ändern. Wenn der wirklich Kacke baut da oben in seinem Headquarter, dann soll er das machen, ohne uns. Ja, genau, letztendlich habe ich jetzt nicht viel Neues gesagt, aber ich wollte euch eben nochmal persönlich das wirklich sagen, weil es ist schon ein bisschen wild aktuell und genau. 2020, verrücktes Jahr. Bleibt dran, wir halten zusammen.